Diana, das ist alles nur für dich. Ich liebe dich so sehr. Donnerwetter, natürlich, Dima. Haben deine Eltern das gesehen? Noch nicht, aber wenn sie es sehen, bin ich in Schwierigkeiten. Und heute übernachte ich bei einem Freund. Donnerwetter, Dima. Hättest du es nicht an einer unsichtbaren Stelle machen können und nicht im Gesicht? Nein, Diana, das konnte ich nicht. Ich hab's in meinem Gesicht, sodass jeder weiß, dass ich dich liebe. Uiuiui, schaut, was für eine Liebe. Puh, mir ist schon schlecht für meinen Bruder und Janoschka. Donnerwetter, Dima, jeder wird dich jetzt anstarren. Ich verstehe nicht, wem wird hier schlecht? Oh mein Gott, Leute, seh nur ich das? Nein, Jana, wir sehen es alle. Dima, was ist mit deinem Gesicht los? Oh Mann, jetzt geht es los. Ist alles okay, das sind zwei Hälften eines Herzens. Eine von mir, die andere von Diana. Jana, schau, wie sehr Dima Diana liebt. Er hat sogar ein Tattoo gezeichnet. Marussia, gezeichnet? Das ist ein echtes Tattoo. Dima meint es wirklich ernst. Ja, er liebt Diana wirklich. Ja, Dima, du bist wirklich... Nein, ich bin nicht verrückt geworden. Ich habe D und D unter diesen Herzen. Das bedeutet Diana und Dima. Und hier ist Love und Kiss. Das bedeutet, dass ich Diana liebe und küsse. Und eigentlich beleidigt man meinen Freund nicht. Er hat alles für mich getan und ich mag es. Meine Güte, Dima. Haben deine Eltern das gesehen? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt Mama und Papa anrufen. Jana, nein, nein, tu es nicht. Jana, wirklich, lass es. Er wird seinen Eltern alles selbst erzählen. Und eigentlich ist das sein Gesicht nicht deins. Hi, Dad. Hi. Ja, Papa. Ich habe da eine Sache. Mensch, Dima, das hättest du nicht tun müssen. Jana, nicht. Wenn du nichts sagst, darfst du meinen Roller fahren, okay? Ja, ich rufe dich später zurück. Nein, Dima. Nicht nur zum Fahren, sondern du gibst mir den Roller und einen Helm. Sonst erzähle ich Papa alles. Ja, okay, ja, okay. Dima, gib ihr nichts. Ich werde deine Tattoos mit Foundation abdecken und niemand wird sie sehen. Hast du gehört? Kein Roller für dich. Und hör auf, mir mit Mama und Papa Angst zu machen. Ich bin kein Kind mehr. Das war's. Ab in den Unterricht. Ui, Leute, seht ihr, was für ein Ganove Dima ist. Mhm. Jana, er erlaubt sich viel. Er gibt nur vor Diana an. Jana, sag uns, was wir machen sollen. Ja, wir können Dima eine kleine Abreibung verpassen. Es ist nicht nötig, Leute. Mama und Papa werden mit ihm fertig. Meine Güte, Dima, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen mit dem Tattoo im Gesicht? Hättest du das nicht irgendwo machen können, wo man es nicht direkt sieht? Jana, wo? Auf dem Rücken oder auf dem Bauch? Meine Eltern hätten es sowieso gesehen. Ich weiß nicht. Ich hätte es irgendwie versteckt. Diana, ich werde meine Gefühle nicht verbergen und wenn wir älter sind, werden wir heiraten. Okay, Dima, ich hab's kapiert. Beruhig dich, lass uns lieber zum Unterricht. Und lass alle wissen, dass ich ernsthafte Absichten habe. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Oh Mann, Dima hat es also doch geschafft. Ich hab ihm gesagt, er soll das nicht machen. Dima, was ist mit deinem Gesicht los? Shuja, hast du gesehen, was mit Dimas Gesicht los ist? Das ist Liebe. Ich verstehe, wie sehr Dima Diana liebt. Ich würde gerne einen solchen Prinzen haben. Was mit meinem Gesicht los ist, Julie? Mein Gesicht schreit, wie ich Diana liebe. Okay, Dima, vielleicht hörst du mal auf, darüber zu reden. Jeder hat bereits verstanden, dass du mich anbetest. Dima ist so mutig. Ja, mutig. Wahrscheinlich haben nur seine Eltern das noch nicht gesehen. Und eigentlich, Dima, werde ich sehen, wie du über die Liebe zu mir schreien wirst, wenn dein Vater einen Gürtel in die Hand nimmt. Diana, er übt keine Gewalt aus, aber das wäre mir auch egal. Verdammt, warum geht Papa nicht ans Telefon? Ich werde jetzt über Dimoschka erzählen, was er hier gemacht hat. Jana, erzähl nichts. Warum? Warum? Sag, Jana. Du erzählst es jetzt und wenn Dima nach Hause kommt, werden sich deine Eltern beruhigen. Genau, Marussia, du bist das Brain. Genau, Jana, sag ihnen erstmal gar nichts. Sollen sie nach frischer Tat ertappen? Ja, genau. Er wird dann erst in Schwierigkeiten sein. Ja, er wird wissen, wie sehr er Diana liebt. Kostja, was guckst du da? Ich bin auf der Suche, welches Tattoo ich bekommen könnte. Kostja, mach dir eine Birne. Warum brauche ich eine Birne? Ich denke nur, Schüli sieht es. Es wäre schön für sie. Ah, Tim, ich möchte eigentlich einen Burger mit einem großen Schnitzel. Was, Kostja? Schüli würde das sehen. Shusha, was für ein Ding Dima für Diana gemacht hat. Ja, und Diana weiß das nicht zu schätzen. Wenn für mich so etwas von meinem Freund getan werden würde, würde ich... Ich weiß es nicht. Diana, Diana, Dima. Diana, lass uns ein paar Worte wechseln. Okay, los geht's, Dima. Diana, bist du verrückt? Mädchen, wo ist das Problem? Nichts, Diana. Dima hat sich für dich ein Tattoo ins Gesicht machen lassen. Mädchen, ja, ich verstehe, dass es sehr cool und süß ist. Aber ich habe Dima nicht gebeten, sich Tattoos ins Gesicht stechen zu lassen. Und eigentlich, kannst du dir vorstellen, was Dima von seinen Eltern bekommen wird? Ja, Diana, Dima wird in Schwierigkeiten sein. Du musst auch etwas für ihn tun. Mädels, wovon redet ihr? Weißt du was, Diana? Für Dima musst du selbst auch ein Herz bekommen. Es wird ein Zeichen eurer ewigen Liebe sein. Wenn Dima in Schwierigkeiten gerät, wird er verstehen, dass er für etwas Besonderes in Schwierigkeiten geraten ist. Wisst ihr was, Mädels? Ich werde das nicht tun. Und eigentlich ist ein einziges Tattoo genug für mich. Eigentlich hatten meine Mutter und ich eine Vereinbarung, dass ich nur ein einziges mache und keine weiteren Tattoos. Diana, deine Mutter wird nichts merken. Du kannst dir an einem geheimen Ort tätowieren lassen. Mädels, seid ihr wirklich verrückt? Ich sagte, ich werde keine Tattoos machen, auch nicht an einem geheimen Ort.
Ich habe einen sehr coolen Tattoo-Meister. Er wird dir das beste Tattoo stechen. Diana, stimmt doch zu. Dima wird sehr glücklich sein. Oh Mann. Ich bin hier. Wer wollte sich hier ein Tattoo stechen lassen? Okay, ich warte. So, das war's, Mädels. Ich habe meine Meinung geändert. Ich werde mir kein Tattoo stechen lassen. Diana, zu spät. Der Tattoo-Meister ist schon da. Es gibt keinen Weg zurück. Los geht's. Meine Güte, es wäre besser, wenn ich dem nicht zustimmen würde. Schneller, schneller. Zeit ist Geld. Wer will sich schon tätowieren lassen? Ich. Sie. Okay, los geht's. Komm schon, Diana. Auf geht's. Alles wird gut. Keine Sorge. Welches Tattoo werden wir machen? Hast du dich entschieden? Ja, ich habe mich entschieden. Zwei Hälften eines Herzens. Wo werden wir das stechen? Ja. An einem geheimen Ort. So, dass die Mutter es nicht herausfindet? Nun, es wird nicht lange dauern. 10 bis 15 Minuten. Alles ist fertig. Also, eine Woche nicht nass machen. Oh Mann, ich habe es geschafft. Diana, zeig uns, wie es aussieht. Viel Glück. Wenn du ein weiteres Tattoo willst, ruf mich an. Also gut, Mädels, kommt schon. Wow. Cool. Nun, gefällt es euch? Sehr gut, Diana. Sehr ordentlich und sehr schön gemacht. Okay, ich hoffe, Mama sieht es nicht. Sie wird mich dann nicht mehr aus dem Haus lassen. Du wirst bei mir übernachten. Los geht's. Stopp, Mädels. Es gibt ein Problem. Wie können wir Dima das Tattoo zeigen, wenn es an einem geheimen Ort ist? Donnerwetter. Diana, ich hatte eine Idee. Wir machen ein Foto und schicken es Dima per WhatsApp. Richtig, wir zoomen es auch heran, sodass er nicht versteht, wo es ist. Ja, das hat mich glücklich gemacht. Eigentlich, Mädels, bereue ich es. Wisst ihr warum? Weil dieses Tattoo mich jetzt ein Leben lang begleitet. Was ist, wenn ich mich von Dima trenne? Nein, ihr trennt euch nicht. Alles wird gut. Genau, Diana. Warum machst du dir Sorgen? Komm schon, Diana, sei mutiger. Diana, wo bist du denn gewesen? Leute, wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht. Also Diana, beruhige dich. Dima, sie hat ein Tattoo für dich. An einem geheimen Ort. Meine Güte, ich schäme mich. Dima, sie hat 2 Herzhälften bekommen. Eine Hälfte gehört dir, die andere gehört Diana. Oh Gott. Diana, ist das wahr? Diana, zeig es mir. Julie, ich werde es dir zeigen, aber für Jungs nein. Diana, wo ist der geheime Ort? Der geheime Ort ist... Dima, da ist so ein schönes Herz. Außerdem steht dort D und D. Diana, ist das wirklich unser Tattoo? Das ist so cool. Ja, Dima, für dich. Die Hauptsache ist, dass meine Mutter es nicht sieht, sonst bin ich in Schwierigkeiten. Diana, das ist okay. Wir lieben uns. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst, dann geraten wir zusammen rein. Ja, Dima, ich stimme zu. Wie süß. Es ist so gut, dass wir Diana geraten haben, sich das Tattoo stechen zu lassen. Diana, zeig mir das Tattoo. Warte, Julie. Wenn die Jungs rauskommen, zeige ich es dir. Leute, habt ihr euch unsere Tattoos mit Dima angeschaut? Wenn ja, liked das Video und abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Ich zeig unsere Fotos mit Dima. Das kann man liken. Das haben wir doch schon aufgenommen. Du hast mich hier gekniffen und jetzt willst du nicht? Schon aufgenommen. Los. Aber. Komm schon. Auf geht's. Ja, Dima, stell dir vor. Dima, nein, nicht. Nein, nicht. Ich kann alles sehen. Dima, sie wollen ein Foto von uns. Was ist falsch daran, wenn sie uns jetzt filmen? Das ist anders. Beeilt euch. Warte, es ist schwer für mich. Komm schon. 1, 2, 3. Also, Julie, ich zeige es, wenn die Jungs rauskommen. 1, 2, 3. Er ist so groß wie ich. 1, 2, 3. Also, Julie, wenn die Jungs rauskommen, zeige ich es dir. Also, Leute, like das Video, abonniert den Kanal und holt euch Tattoos an einen geheimen Ort. Oh Mann, Diana. Komm her, warum bist du weggegangen? Also, Julie, wenn die Jungs rauskommen, zeige ich es dir. Leute, habt ihr euch unsere Tattoos mit Dima angeschaut? Wenn ja, liked das Video und abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Tschüss zusammen. Diana, das hast du wirklich für mich gemacht.